Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen neuen XXL Beauty Haul für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, eigentlich wollte ich diesen Haul erst morgen abdrehen, aber Monsieur hat sich um 21.31 Uhr an einem wunderschönen Samstagabend überlegt, nein, Fräuchen muss jetzt bitte ins Drehzimmer kommen und sofort hier sich hinsetzen und ein Video produzieren. Das geht nicht, dass die da einfach faul auf der Couch rumliegt. So geht das nicht. So, wir bedanken uns also alle herzlich bei dem kleinen Mann, dass ich nun hier sitze. Ja, es ist echt herrlich mit dem Hund. Ich habe es euch auch auf Instagram gezeigt und ja, Sammy ist ein wundervoller Hund. Echt, das ist, jetzt guckt er mich an, als hätte ich irgendwas ganz Schlimmes verbrochen. So, ich habe bei verschiedenen Shops eingekauft, sowohl online als auch ganz klassisch im Laden und möchte euch einfach jetzt meine Ausbeute zeigen. Das hat sich jetzt über die letzten Wochen angesammelt und ich starte einfach mal mit den Produkten von Aldi. Ja, tatsächlich, ich habe nämlich geplant, ein Fullface Aldi Make-up zu schminken und zwar mit den Aldi Nord Produkten. Da ich nicht alles zusammenbekommen habe, weil das einfach das Standardsortiment ist, denke ich, dass ich nochmal in den Lidl schauen werde. Problem. Unser Lidl ist gerade abgerissen worden, weil er renoviert wird. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht zum Lidl auf meiner Arbeitsstelle fahren werde, um mir da eventuell den Rest vom Schützenfest zu holen. Mal gucken. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Die Aldi-Produkte sind ja super günstig, ne? Also das ist echt der Wahnsinn. Deswegen habe ich mir dann teilweise auch unterschiedliche Produkte geholt, um das einfach auf beiden Gesichtshälften zu testen. Als Foundation habe ich mir geholt die Anti-Aging Make-up mit Seefenchel-Extrakt, Algenextrakt und Lichtschutzfaktor 10 in der Farbe Anti-Aging Porzellan. Fand ich sehr charmant. Ja, habe ich die einfach mitgenommen. Dann Aqua Complete Make-up mit Kaktusfeigenextrakt, Hyaluronsäure und Provitamin B5 und die habe ich in der Farbe Porzellan 09. Ich bin sehr gespannt, wie das dann funktionieren wird. Das sind ja die Produkte von Biokura. Die sind bei uns im Aldi Nord halt auch im Standardsortiment. Die kriegt man da halt immer. Und dann habe ich mir mitgenommen eine Mascara und zwar die Volumenmascara. Das ist diese hier von Biokura. Und Sammy grunzt sich hier schon ein zurecht. Ich habe ihm eben schon gesagt, tut mir leid, also hier wird nichts für dich mit dabei sein. Er will ja keine Mascara essen. Dann habe ich mir auch noch mitgenommen die Long Lash Mascara mit Long Lash Effekt. Das ist diese hier. Auch die wird getestet. Und ich meine, jetzt im Haul kann ich euch auch einfach mal die Preise so mit einblenden, weil ich müsste den Kassenbon auch mitgenommen haben. Dann habe ich mir einen Lipgloss mitgenommen. Farblos mit Schimmer einfach. Das ist dieser hier. Der soll einfach Glanz auf die Lippen geben. Ich fand es einfach interessant, mal zu schauen, ob die Produkte dann halt auch einfach was taugen, ne? Wie das so funktioniert. Und Sammy sitzt mir gleich hier auf dem Schoß. Ein Traum. Dann habe ich mir den Lippenstift mit hoher Farbbrillanz und Vitamin E in der Farbe 84 Flamingo mitgenommen. Das ist fast der Farbton, den ich jetzt so auf den Lippen habe, oder? Der ist noch ein bisschen rotstichiger. Ich habe jetzt gerade übrigens mein Full Face drauf mit Produkten. Kommt das noch online? Dann verrate ich den Titel noch nicht. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Produkte in der Infobox, denn der Titel davon wird speziell. Gut, dann habe ich mir mitgenommen zwei verschiedene Blushes oder Rouge vor allem. Einmal in der Farbe Altrosa und das hat sogar einen Spiegel mit dabei. Da bin ich sehr gespannt. Dann habe ich mir noch mitgenommen die Farbe Pfirsich. Da steht wirklich Pfirsich drauf. Cool. Dann gab es noch Bronzer bzw. Puder. Also da es halt unterschiedliche Nuancen gibt, habe ich mir dann einfach auch mal ja, das eine als Gesichtspuder so mitgenommen, das andere halt ganz normal als Bronzer. Da habe ich einmal die Farbe 03 Natural Beige. Das ist diese hier. Und dann habe ich die Farbe Sommerbronze. Und da habe ich mir gedacht, den kannst du doch safe als Bronzer verwenden, weil wenn da schon Summer Bronze draufsteht, dann wird es dafür geeignet sein. Und dann gab es gerade irgendwie, dann doch irgendwie eine Limited Edition, aber halt bei Pflegeprodukten. Safe musste eine Tuchmaske mit und zwar die Hydration Coat Tuchmaske von Lacura. Das fand ich auch ganz interessant. So, ja, fand ich alles interessant, Sammy. Tut mir leid. Naja, deswegen ist halt mitgekommen. Was soll ich dir dazu sagen? Ich kann doch nicht sagen, wie die so sind, die Produkte. Die werden erstmal getestet. Kabam. Kleiner Mann. Du weißt auch nicht, was du willst, ne?
rumstehen und mich angucken. Ja gut, dann habe ich bei Morphe was geshoppt, weil ich möchte ja gerne ein Fullface Morphe schminken und in meinem Douglas Hall müsste ich euch das gezeigt haben, dass ich ja schon das ein oder andere Morphe Produkt mir gekauft habe, aber mir fehlten noch zwei Sachen und zwar einmal das Continuous Setting Spray, das ist dieses hier und es gab irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo ich auf der Homepage bestellt habe, irgendeine Aktion. Es gab nichts mit dabei, aber es gab, glaube ich, ganz fette Rabatte und deswegen habe ich das gekauft. Und dann habe ich mir bestellt die Foundation in der F1.70 Fluidity Full Coverage Foundation. Ich hoffe, dass die Farbe passt. Ich weiß es nicht. Das müsste ja die Farbe sein. Die sieht minimal hell aus. Mal gucken. Aber ich habe jetzt ja auch einen sehr, sehr krassen Bronzy-Look drauf, ne? Also von daher... Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das war irgendwie reduziert und deswegen weiß ich nicht. Und ich habe den, also ich verwende ziemlich häufig dann auch irgendwelche Influencer-Codes. Der von James Charles zum Beispiel, der geht hier immer. Und das heißt, 10% kriegst du ja immer auf die Produkte. Also von daher, das, ne, passte schon. Und dieses Continuous Setting Mist fand ich sowieso total spektakulär. Das war jetzt auch in dieser Pride Edition, glaube ich, ne? Sammy, da kannst du nicht her. Es sei denn, du rennst hier gleich alles um. Nehme ich mal meinen Mülleimer weg, dann kannst du hier auch immer durch die Gegend laufen. Hm? Stelle ich mir das vor die Füße. Wäre das okay? Dann kann er nämlich immer hier wundervoll im Kreis laufen, da freut er sich. Gut, dann habe ich bei der Parfümerie Pieper bestellt. Da gab es nämlich Rabatte und es gibt ja, oder gab ja, so aktuell ist die ja nicht mehr, aber es gibt ja von Lethal Cosmetics die neue Palette, das ist ja die After Dark. Ja, und die habe ich mir dann gekauft, das hatte ich auch auf Instagram gepostet, ist schon eine Weile her, aber ich habe sie mir dann geholt, weil ansonsten würde die, glaube ich, so um die 60 Euro kosten. Jetzt war die 20 Euro reduziert oder so, habe ich hier, nee, das ist nur der Lieferschein. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, auf jeden Fall wollte ich die auf jeden Fall demnächst auch mal austesten. Genau, das ist... nur die Umverpackung, das ist unspektakulär. Aber von innen, Leute, die sieht so toll aus. Ich bin noch nicht mit meinen Fingern drin gewesen, aber ich freue mich schon richtig, die Farben auszuprobieren. Schade finde ich, also für mich persönlich schade einfach nur, ne? Für die Masse wahrscheinlich ist es vollkommen in Ordnung. Du hast ja hauptsächlich matte Töne drin. Ich bin ja eher so das Schimmer-Girl, also ich trage am liebsten Schimmertöne, aber ich... Ne, sehe hier auf jeden Fall unendlich viele Farbkombinationen, wo man richtig viel Freude mit den verschiedenen Tönen hat. Also ich kann jetzt ja mal in dieses krass, oh, es ist so weich, in diesen lila Ton reingehen, das ist schon mal Hammer. Ne? Der ist, glaube ich, auch Duochrome. Und dann schaue ich mir diesen grünen Ton hier nochmal an. Also auch die matten Töne, die sind ja hart pigmentiert. Ne? Dieses dunkle Rot. Du kannst die Töne halt auch austauschen. Das ist halt auch ganz praktisch bei den Lethal Cosmetics Paletten. Und natürlich dieses Türkis. Also das sind super, super weiche Töne. Ich habe das ja schon so schön gefunden bei der Palette von der lieben Julina Men. Also Julinas Palette. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach durch sie jetzt da angefixt, dass die Marke einfach mich supermäßig anspricht. Und wenn man sich das so anguckt von den Swatches, das ist einfach der Wahnsinn. Und das ist einfach toll und das Gefühl. Gefällt mir. Jetzt habe ich hier gerade kein Tuch und muss es an meinem Oberteil abmachen. Läuft bei mir. Aber ne, da bin ich sehr, sehr froh drüber, dass ich die halt vergünstigt bekommen habe. Und ja. Ja, gut. Ich habe mir noch weitere Produkte geholt. Und zwar habe ich mir hier von Lethal Cosmetics den Julina Everything. Genau, den Lippy geholt. Das ist... Der Lip Gloss, den ich mir damals, als ich den das Set bestellt habe oder als ich mir die Palette von ihr geholt habe, habe ich mir nur den Lippenstift geholt, aber nicht den Lip Gloss. Und dann haben alle davon geschwärmt und dann habe ich mir gedacht, Mist, den hätte sie doch ganz gerne gehabt. Der riecht auch gut. Hm. Okay, hat so einen leichten Goldschimmer auch mit drin. Das ist auch interessant. Definitiv. Also ich habe es auch schon bei dem Lippenstift angemerkt. Man sieht halt hier leider auf dieser normalen Verpackung nicht die Connection zu Julina Men. Das finde ich schade. Das hast du nur auf der Umverpackung. Und ich bin halt jemand, ich bewahre die Umverpackung nicht auf. Ich schmeiß die halt einfach mal weg. Und dann ist es halt leider weg. Dann, ne, habe ich es in meinem Kopf, aber man hat es nirgendwo mehr stehen. Gut, dann gab es noch was für mich, genau. Und zwar habe ich mir den Highlighter Wavelength geholt. Alto Belly Isotope ist da die Farbe. Ja, da gehe ich jetzt auch das erste Mal mit meinem Finger rein. Da bin ich auch, oh, so gespannt.
spannend drauf. Der sieht so schön aus, oder? So, das ist so der perfekte Champagnerton, finde ich. Krass. Der sieht auch toll aus. Richtig, richtig schön. Ja, Baby. Da ist er. Da ist er. Ist er nicht schön? Er ist wunderschön. Krass. Ja, freut mich, dass ich mir das gekauft habe von meinem Geld, was ich hart verdient habe. Ja, ich bedanke mich dann immer in solchen Momenten bei mir selber, dass ich das dann gekauft habe. Geil. Dann habe ich als Gratisprobe mit dabei bekommen von Dolce & Gabbana das Dolce Schein Eau de Parfum. Das ist dieses hier, Fruity Floral. Also das müsste halt wirklich genau mein Duft sein. Ja, ob ich hier wohl drin sprühen darf. Ich muss mal gucken, ob Mr. Sam das in Ordnung findet, weil hier sind halt alle Fenster geschlossen, sonst wäre es vielleicht ein bisschen blöd, weil die ganzen Viecher reinkommen würden. Ich will es aber mal austesten. Das soll man nicht machen, ne? Aber ich mach's trotzdem. Ich bin halt ein Rebell, Leute. Oh mein Gott, das riecht so gut. Mist. Ich will nicht, dass ich das gut finde. Bis Weihnachten ist ja noch hin, dann kann ich ja vielleicht noch das ein oder andere Parfüm aufbrauchen. Aber das wäre auf jeden Fall eins, was ich mir kaufen würde. Boah, riecht das gut. Nom. Also richtig, richtig gut. Das hat, ja, Jasmin. Es ist mit Jasmin. Alles, was mit Jasmin ist, ist voll meins. Mit Mango, Jasmin, Blond Woods. Keine Ahnung. Ja. Oh, das riecht unfassbar gut, Leute. Oh, richtig, richtig gut. Das werde ich aufbrauchen jetzt demnächst, weil das könnte tatsächlich dann mein Sommerduft 2020 werden. Und dann gab es hier noch von Dr. Hauschka eine Gratisprobe, eine Gesichtsmilch mit dabei. Das ist diese hier. Ja, ne, das ist halt so ein typisches Pröbchen. Aber dieses Parfum ist gerade voll... Gut, dann habe ich bei Beauty Bay eingekauft und habe dann auch ausgewählt, dass ich das bitte in dieser wundervollen Geschenkverpackung geliefert haben möchte. Ich glaube, ich habe dafür sogar 1-2 Euro mehr bezahlt, aber ich fand die so hübsch. Keine Ahnung. Ja, das schließt magnetisch und dann hast du hier so die Produkte drin und da habe ich im Sale geshoppt. Das hatte ich auch auf Instagram gepostet und da habe ich mir verschiedene Produkte geholt. Zum einen habe ich hier von Ofra den Primer. Da bin ich ja echt gespannt drauf, weil der heißt Cool as Cucumber. Es soll ein kühlender Primer sein, was jetzt perfekt für den Sommer passen könnte, wenn er denn funktioniert. Durch Purish bin ich ja auf Ofra aufmerksam geworden und der sieht so schön aus. Oh mein Gott, ich liebe diese Verpackung von Ofra, ne? Genau, also ich meine, dieser Deckel ist sowas von überdimensioniert. Das geht auf keine Kuhhaut. Und hier haben wir dann den Primer. Und wenn der dann wirklich mein Gesicht kühlt und das im Sommer, dann kommt zu Mama, auf jeden Fall. Never skip a cool down with this moisturizer and mattifying duo. This double duty primer uses workhouse ingredient cucumber to lock in the moisturizing benefits of coconut oil, cookie nut oil and macadamia nut oil while still soothing the skin. The velvety texture of this unique primer allows the skin to feel quenched but also smooth over pores for a perfect base for makeup application. Läuft bei ihm. Okay, dann habe ich mir von Zoeva 2 Produkte geholt, denn ich wollte einen Fullface Zoeva schminken, was wahrscheinlich nach diesem Video online kommen wird. Was ich aber schon geschminkt habe, seid gespannt, das war eine coole Geschichte. Da habe ich mir geholt Scream Queen Lip Crayon in der Farbe Way Too Soon. Und Leute, nachdem ich ein Video mal hochgeladen habe, wo ich diesen Look... Upsala, stimmt, ich habe hier den Müller im Auto mir stehen. Wo ich diesen Lippenstift drauf hatte, haben mich ganz viele gefragt, Claudi, was trägst du auf deinen Lippen? Ja, diesen krassen Lipcrayon von Zoeva. Der ist super, super schön. Der hat eine tolle, natürliche Farbe. Das mag man ihm kaum ansehen, aber dieses Nude, Leute, ist ein ganz, ganz, ganz tolles Nude. Das ist nämlich... nicht so ultra deckend, das ist halt so ein ganz, ganz leichtes Tönchen. Kann ich euch wirklich voll empfehlen. Schaut auf jeden Fall mal bei Purish vorbei oder bei Beauty Bay. Da gibt es diesen Lip Crayon und ich freue mich schon drauf, den jetzt auch häufiger zu verwenden. Kommt nur in, nach hinten. Gut, dann habe ich mir auch noch von Zoeva geholt das Puder Authentic Skin Finishing Powder in der Farbe Dazzling. Das ist richtig toll. Oh mein Gott, ist das toll. Das ist mit einem Netz.
Also es ist nicht so, dass, also es ist ein loses Puder, ne? Und es ist nicht so, dass du dir das in den Deckel machen musst, sondern, so sieht erstmal die Verpackung aus, sondern es ist mit so einem Netz und da gehst du mit dem Pinsel rein und dann klopfst du es ein bisschen ab und dann gehst du über dein Gesicht und das ist so super weich und angenehm. Fand ich echt klasse und ja, jetzt habe ich es halt auch hier und es darf jetzt, da ich es im Haul gezeigt habe, auch offiziell in die Sammlung einziehen. Dann habe ich mir geholt von Ofra. Endlich habe ich mir geholt den Kollaborations-Highlighter mit Niki Tutorials. Das ist der, hat der einen Namen, Highlighter? Weiß ich noch nicht. Space Baby heißt der, genau. Da habe ich schon von einigen gehört, dass der ultimativ gut sein soll. Und ja, da wurde ich angefixt, Leute. Ich liebe die Ofra-Verpackung, ich kann es immer wieder sagen. Das Einzige, was ich bei den Verpackungen etwas schwierig finde, wenn du sie alle nebeneinander liegen hast, dann weißt du nicht, was Blush, Bronzer und Highlighter ist. Und der zoomt, basht und crasht dich weg. Also das ist eine so krasse Pigmentierung von diesem Highlighter. Der ist so holo, intensiv und der schreit, hallo, hier bin ich. Eigentlich mag ich keine bunten Highlighter, aber der schimmert so schön und der sieht echt geil aus. Und weil ich Niki Tutorials total super finde, hole ich mir natürlich auch dann die Produkte, die sie in Kooperation rausbringt. Und ja, krass. Hat mir echt gut gefallen. Gefällt mir richtig gut. Dann habe ich ein Produkt geholt, was ich jetzt tatsächlich noch fast ein halbes Jahr hier aufbewahren muss. Also Jana, wenn du zusiehst, halt dir schnell die Ohren zu, denn das ist für dich zum Geburtstag. Genau, denn es gab von Dose of Colors eine Palette, wo ich dachte, Jana hat bald Geburtstag, bald. Zum Ende des Jahres, Ende Dezember. Deswegen habe ich sie schon mal gekauft. Ich bin echt ein Freak, ne? Aber sie passte einfach so gut. Sie liebt Mickey und Minnie Maus. Und hier habe ich die Mini Eyeshadow Palette von Disney in der Kooperation oder Kollaboration, weiß ich nicht, mit Dose of Colors. Auch die gab es tatsächlich genau zu diesem Zeitpunkt, wo ich bestellt habe, hardcore reduziert. Und deswegen musste sie einfach mit. Und sobald ich irgendetwas von Mickey Maus, Minnie Maus oder so sehe, denke ich immer an Jana, an White Swan Beauty. Und hier hast du 6 Töne und einen Blushton mit drin. Und deswegen musste der einfach mit. Das war einfach so für Jana. Genau, und hier an der Stelle ist der Blush, glaube ich, ein bisschen gebrochen. Nein! Aber ich glaube, das ist einfach ein Produktionsfehler. Sieht man das? Ich glaube, das sieht man eigentlich nicht so, oder? Ich meine, dieses Pressing ist auch schon mal nett. Ach, das ist einfach nur ein bisschen, dass da Produkt aufliegt. Komm, wir sagen, das muss so. Ja, wie gesagt, ein Geburtstagsgeschenk, was ich ihr dann schenken werde. Sie hat mir verrückterweise die Jeffree Star Palette, die Bloodlust, geschenkt. Und ja, ne? Ich halte weiterhin Augen und Ohren für sie auch offen. Gut, als nächstes kommen wir zu einer Bestellung, die ich getätigt habe bei Birchbox. Birchbox, Sammy, ich kann dich jetzt schlecht streichen, weil ich bin kunterbunt in meiner Hand. Hier irgendwo, ich muss mal eben meine Hand abschminken, weil ansonsten kann ich meinen Hund nicht streicheln. Und wenn ich meinen Hund nicht streicheln kann, dann weiß der gar nicht, warum der überhaupt nicht hier im Raum ist. Weil irgendeinen Nutzen muss das Ganze doch hier haben, dass du mich hierhin verfrachtet hast, oder Maus? Auf jeden Fall habe ich bei Birchbox bestellt. Ich habe ja die Birchbox im Abo und es gibt dort auch einen Online-Shop. Und wenn man dort bestellt, bekommt man als Abonnent der Birchbox die ganzen Produkte etwas günstiger. Außerdem kann man dort seine Birchbox-Punkte einlösen, die ich dankenswerterweise von euch, also durch euch, generiert bekommen habe, weil so viele von euch gesagt haben, Mensch, Claudia, die Box ist geil und sich auch die Box abonniert haben. Oder einfach mal nur gestöbert haben, geschaut haben, getestet haben und ja, Dankeschön. Deswegen konnte ich ein paar Punkte einlösen. Und es gab zu dem Zeitpunkt auch noch so eine Sale-Aktion. Das hat Birchbox immer mal wieder. Das teasern die dann per E-Mail an. Auf Französisch. Aber sie teasern es an. Und genau. Dann habe ich einfach zu dem Zeitpunkt bestellt. Und dann gab es alles rabattiert und reduziert und keine Ahnung. Und ja. Die liefern das immer in so süßen Tütchen. Das finde ich großartig. Make-A-Wish steht da drauf. Das ist eigentlich eher so eine Weihnachtstüte. Aber hey, was soll's. Als allererstes habe ich mir hier von Clarin Skin Illusion Turn Naturel Hydration mit Lichtschutzfaktor 15 eine Foundation geholt. Ich hatte mal ein Pröbchen davon und fand sie so ansprechend. Und ich habe die in der Farbe 103 Ivory. Also ja, es ist halt schwierig, online Foundations auszusuchen. Die Pröbchen, die man bekommt, sind ja meistens zu dunkel. Und ja, das soll halt eine hydratisierende Geschichte sein, die dann auch für meinen Hautton passen soll. Sprich, für meine Hautbeschaffenheit. Und das finde ich interessant. Das kommt in einer Pipette. Und ja,
soll halt auch entsprechend Glow geben. Feuchtigkeitsspendende Foundation für einen natürlichen Teint und das fand ich einfach wichtig. Ich persönlich mag es einfach nicht, wenn ich Foundations habe, die abmattieren. Das heißt, ich muss da immer sehr drauf achten. Da stand auch drauf, dass es irgendwie nur so ein Hauch von Deckkraft, wie auch immer, ist. Also, dass du halt jetzt nicht zu gekleistert aussiehst. Ich mag einfach so lieber dieses Glowy Natürliche. Dann habe ich mir auch von Clara geholt das Bronzing Compact Sunkissed Bronzing Powder. Das ist dieses hier. Fand ich auch super interessant. Warm and Natural Sunkissed Complexion Customized Makeup Result Soft Easy to Blend Powder for Face and Body. Aber das nehme ich natürlich für mein Gesicht. Ich weiß nicht, benutzt du Bronzer für deinen Körper? Ich eher weniger. Habe ich hier eine Farbe? Bronzing Compact. Keine Ahnung. 18 Gramm ist da drin, ne? Das ist natürlich ultra viel. Ich hatte das schon öfters gesehen, diese Verpackung, und fand die so ansprechend. Ja, Verpackungsopfer. Ich muss auch irgendwann mal ein Fullface mit den schönsten Verpackungen, die ich habe, drehen. Oh mein Gott. Das Pressing da drin, da mag man doch gar nicht reingehen. Ich glaube, das ist auch eine Limited Edition, die Clara da hat. Das ist auch so schön. Komm, wir swatchen das mal. Ich denke, dass es nicht unbedingt krass pigmentiert sein wird, weil wir hier auch von einer Marke reden, die ja auch Skincare hat. Dann sind die meistens nicht so ultra heftig pigmentiert, aber das geht. Das kannst du dir natürlich in der Helligkeit und so anpassen, indem du mehr nach oben, mehr nach unten gehst, ne? Schon schön. Auch diese Verpackung ist klasse. So, dann habe ich, ja tatsächlich, ich habe mich getraut, Leute. Ich habe mich nie getraut, mir diese MAC-Produkte zu holen, weil ich fand immer, dass die so teuer sind. Aber jetzt konnte ich bei Birchbox die Punkte einlösen und MAC-Produkte kaufen. Ich bin hin und weg, da habe ich mir einmal den Blush geholt. Und das ist die Farbe, die so extrem gehypt ist. Das ist Melba. Und das ist so ein etwas dunklerer Ton. Also ich finde es sehr interessant, dass diese Farbe so gehypt ist, muss ich ehrlich sagen. Ne? Sieht super natürlich aus, geht so ein bisschen auch in das Rosenholz-Aprikot-mäßige, finde ich extrem schön. Und ja, das ist halt jetzt auch bei mir voll krass. Ich habe, glaube ich, letztens noch von der lieben Meloflori das Schwärmen gehört. Ja, der ist schön. Der ist vor allem für den Sommer sehr, sehr schön, weil der halt auch so ein bisschen bräunlicher ist. Schön. Dann habe ich mir auch noch mitgeholt so ein illuminisierendes, ein Mineralize Skin Finish Powder. Auch das so eine Limited Edition. Oh mein Gott, diese Umverpackung ist schon mal extrem schön. Es ist rosa, da sind Herzchen und Blümchen drauf. Das sind eigentlich Blümchen und Blumenblätter, ne? Sowas bewahrst du ja leider nicht auf, deswegen finde ich es immer so schade, wenn sowas auf der Umverpackung drauf ist. Das hätten die doch auch auf die Produkte mit drauf machen können. Aber hey, auch das Produkt ist wirklich, wirklich schön und besonders. Das ist so eine leicht gummierte Oberfläche. Das heißt, wenn du das so auf den Schminktisch legst, dann bewegt sich das nicht so viel. Das kann dir nicht mal eben so runterrutschen, vielleicht ein bisschen wegen der Schwerkraft. Und ja, das ist halt ein Gesichtspuder, was auch ein bisschen illuminisierend sein soll. Ähnlich wie dann wahrscheinlich von Love das Aura Glow Powder oder auch das Puder, was ich gerade in meinem Gesicht trage. Das ist von Milani, genau. Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Highlighter. Das ist doch auch ein Highlighter, oder? Ups, das ist doch, oder bist du ein Gesichtspuder? Weiß ich nicht. Ich werde es als beides versuchen. Ich werde es vorsichtig übers ganze Gesicht aufgeben und ich werde es punktuell als Highlighter aufgeben, weil als Highlighter wird der auf jeden Fall durchgehen. Etwas pudrig für einen Highlighter, aber es könnte einer sein. Und ich habe so wenig MAC-Produkte, weil ich mich nicht traue. Und dieser Hype von MAC, der ist halt damals gewesen, als ich so in meiner, ich gucke ganz viel YouTube-Zeit war. Aber ich habe mir nie so viel MAC-Produkte geholt, so Lippenstifte oder so habe ich wohl, ne? Aber sonst, es war mir immer zu teuer. Apropos zu teuer, ich habe mir noch eine Foundation geholt. Oh mein Gott, wenn ihr wüsstet, wie viele Foundations ich mittlerweile habe. Ich kann es euch hier mal einblenden. Zu viele. Auf jeden Fall ist es die Teint Miracle Foundation von Lancôme in der Farbe Beige Albatre 01 und ja, auch die hydratisieren mit Lichtschutzfaktor und ganz, ganz toll. Und ich hatte eine Probe davon in einer anderen Farbe und ich fand sie super. Und krass, oder? Ich weiß nicht, ob die Farbe passt. Ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich habe mir auch mehrere Swatches angeguckt und oh mein Gott. Ich
bin so dankbar für alle, die dann halt meinen Code genutzt haben, damit ich halt, ne, ich kann mir sowas sonst nicht leisten, um ehrlich zu sein. Ne? Das ist halt einfach nur dann für mich Glück pur. Ja, ich bin ehrlich, ich kann halt auch kein Geld aus anderen Körperöffnungen heraus befördern. Dann haben wir noch zwei Produkte in der Tüte. Das eine ist eins, was ich gekauft habe. Und das ist einfach hübsch. Ja, ich habe schon zwei von diesen Puderprodukten, die sich in so Pumpspendern befinden. Jetzt habe ich hier ein drittes. Das ist für mich eher so Deko. Ich muss irgendwie auch mal überlegen, ob ich vielleicht hier meinen Tisch umorganisiere oder ob ich hier auf meinem Schminktisch die drapieren werde, einfach nur als Deko. Ich bin eigentlich eher so der Pragmatiker, ne? Ich packe bei mir in die greifbare Umgebung eigentlich immer nur das, was ich auch tatsächlich dann direkt benutze. Ich packe da jetzt nicht irgendwelche Zerstäuber-Highlighter hin, wo ich eh nicht zugreife, die ich nur zu Dekozwecken da stehen habe. Ja, deswegen mal gucken. Vielleicht kommt das auch irgendwo bei uns im Haus in die Wohnung. Das ist ein Parisien-Spray in der Farbe Paillette Dolce Nude. Das ist reduziert gewesen. Ja, das ist so hübsch, ne? Das ist auch so ein Zerstäuber. Das ist ein Highlighter. Gibt es auch in unterschiedlichen Farben noch. Ultra. Ich glaube, ich habe dafür 9 Euro bezahlt. Ja. Man kann sich auch solche Flakons kaufen, aber kosten die dann auch 9 Euro oder kosten die mehr? Ich weiß es nicht. Von Arcanciel. Sagt mir so nichts, die Marke. Aber das fand ich hübsch. Ich zeig's nochmal. Ich finde es wunderschön. Von Trend It Up habe ich aus der Blooming Summer Edition das, den Highlighter, den ich mir heute auch aufgetragen habe. Dann habe ich von Douglas noch so ein Ding, was eigentlich ein Puder sein soll, aber du glitzerst danach wie ein Einhorn. Also das ist für mich auch eher so ein Body-Glitter, sage ich mal. Und jetzt habe ich dieses hier. Dann habe ich noch den Oschi-Pinsel von Catrice, den ich so toll finde. Und solche Produkte möchte ich gerne irgendwie schön drapieren. Dann habe ich hier von der NYX Creme Prodigieuse Boost Creme Gel Multi Correction eine Probe mit drin. Genau, da gab es jetzt einfach eine Probe mit dabei. Ich glaube, bis zu 3 Proben oder so schreiben die immer, kann man bekommen. Mega. So, dann habe ich noch ein bisschen was bei DM bestellt tatsächlich. Da habe ich zweimal, ja, das war halt zu dem Zeitpunkt, wo meine Kinnpartie ultra ausgerastet ist, weil ich kurz vor meiner Periode stand und da hätte ich sie gebraucht. Ich hatte nämlich die nicht mehr da. Das ist eigentlich mein ultimativer Helfer bei solchen Sachen. Luvos Heilerde, die Anti-Pickel-Maske, die hilft dir einfach bei sowas. Ich weiß, dass man sowas auch in großen Tuben kaufen kann, dass man sich sowas anmischen kann. Da ich die dann aber wirklich immer nur zu einem gewissen Zeitpunkt brauche, reicht mir das, wenn ich mir die so als Sachet hole. Weil ansonsten die Tube, die würde ich nie im Leben aufbrauchen. Und so ein Sachet, vielleicht benutze ich 1 oder 2 während einer Periode, sage ich mal, ne? Also im Monat. Und ja, das ist naturreine Heilerde mit Jojobaöl und die hilft halt wirklich gut, weil die auch so antibakteriell wirkt. Ich glaube, da ist auch Zink oder sowas mit drin, was dann auch die Haut regeneriert und so. Und das fand ich klasse. Dann hatte ich hier von Catrice den Triangle Artist Highlighter Brush mitgenommen. Ich liebe Pinsel und ich glaube, ich musste auf einen gewissen Bestellwert kommen. Ja, deswegen durfte der mit und ich finde ihn einfach hübsch und deswegen ist der mitgekommen und der ist hübsch. Ich habe übrigens auch die DM-App mittlerweile, ja, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ne? Da kriegst du auch dann Prozente oder du kriegst mehrfach Punkte, wenn du bei Payback auch noch angemeldet bist. Und das bin ich ja schon seit Ewigkeiten. Also wir haben damals so viele Rewe-Einkäufe für Umme gekriegt, weil ich ja auch zeitgleich im Online-Shopping unterwegs war und dann halt Punkte gesammelt habe. Und dann konnte man immer wieder Punkte einlösen. 1A kann ich nur empfehlen. Dann habe ich mir von Catrice It's Easy Tattoo Liner gekauft. Den fand ich einfach mal interessant und deswegen durfte der auch einfach mit. Dann habe ich mir ein Waschmittel mitgenommen. Ziemlich random hier gerade, ne? Das war im Ausverkauf. Ich weiß nicht warum. Lotusblüte und Aloe. Ich liebe Lotusblüte und Aloe Vera riecht auch gut. Ich weiß nicht, warum das im Ausverkauf war, Leute. Ich weiß das echt nicht, ob das irgendwie nur die Frühlingsedition war und die jetzt einfach nicht mehr das produzieren und das einfach weghaben wollten. Okay, das riecht auch ein bisschen muffig. Ich glaube deswegen. Das riecht nicht ganz so geil. Ich hätte das jetzt irgendwie blumiger gedacht, aber ich ja, würde es mir nicht nachkaufen. Dann habe ich mir eine Powerbank geholt, weil bei meinem aktuellen Handy ist es eigentlich okay. Da ist eigentlich nicht so das Problem, dass ich das so oft laden muss. Bei dem Handy davor hatte ich das ziemlich häufig. Ja, aber ich habe mir jetzt eine Powerbank geholt, weil brauchst du einfach mal. Also eine mobile Ladestation. Ich weiß nicht, ob die auch reduziert war. Ich glaube schon. Powerpack 5200 mAh Ladekapazität von Paradies. Das ist ja die Eigenmarke von DM und natürlich muss das rosa sein.
Das musste natürlich safe, oder? Ja, die ist jetzt relativ schwer. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schwer ist. Ja, ist aber ganz gut, wenn man vielleicht mal shoppingmäßig unterwegs ist und dann auch das Handy nutzt und so, ne? Dann habe ich mir mitgenommen von Profissimo Geschenk-Faltschachteln. Das sind 4 Stück. Ich finde es ganz hübsch, wenn man so Faltschachteln hat, dass man die dann auch so mit Washi-Tape oder mit so Band, ich habe genug Bänder und Washi-Tape hier, verzieren kann und dann ein schönes Geschenkpäckchen daraus machen kann. Da kannst du dann selber Gutscheine basteln und reinpacken und so. Und das finde ich einfach als Geschenk ganz schön. Und es ist halt so dieses, ja, es ist halt, sieht halt so clean aus, ne? Weil es halt dieses dunkle Papier ist. Frag mich nicht, warum ich das so empfinde, aber irgendwie, hier steht es auch, Faltschachteln, hier genau, aus 100% Recyclingmaterial. Deswegen, man hat irgendwie ein gutes Gefühl mit dabei. Achso, ich wusste gar nicht, dass es 2 verschiedene Größen sind. Ich dachte, es wäre eine Größe. Nein. Dann habe ich mir mitgenommen die Deo-Creme mit Natron. Das fand ich interessant. Das hat 0% Aluminium und ich finde, jetzt ist einfach die perfekte Zeit, um Deo-Sachen zu testen. Ganz ehrlich, weil jetzt schwitze ich wie ein Schwein. Es ist einfach so. Spätestens seitdem ich die Pille abgesetzt habe, dass ich einfach, also ich habe die ja seit 2 Jahren abgesetzt. Ich kann auch irgendwann mal ein Video darüber drehen. Wenn es euch interessiert, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, wie es mir so geht nach langjähriger Pille-Absetzen-Geschichte. Ich habe einiges zu erzählen. Auf jeden Fall schwitze ich seitdem halt auch einfach mehr und wollte dann vielleicht auch mal was anderes ausprobieren. Die Green Door habe ich ja letztes Mal auch gekauft, die habe ich empfohlen bekommen, habe ich noch nicht getestet. Die riecht nur ganz, ganz zart, vor allem cremig und weniger nach diesem Himbeer- und Magnolienduft, der hier so draufsteht. Möchte ich aber auf jeden Fall testen. Dann habe ich mir etwas geholt und da habe ich etwas Angst vor. Von Svenja Wahlberg den Micro Needle Roller. Das habe ich mir geholt, weil... Also eigentlich ist es ein Produkt, was ich sehr, sehr schwierig finde und ich würde eigentlich auch niemals empfehlen, solche Behandlungen zu Hause zu machen, aber ich wollte es tatsächlich mal ausprobieren. Dadurch, dass ich halt wirklich immer wieder dann ja auch meine Pickel bekomme, wenn ich meine Periode bekomme und so weiter. Und das, ich sag mal so, die Hälfte des Monats habe ich unreine Haut. So. Und in der Zeit, wo halt meine Haut wieder regeneriert, schafft sie es einfach nicht wieder voll zu regenerieren, weil dann wieder neue Pickel kommen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das gar nicht mal so verkehrt, so ein bisschen Microneedling zu machen, um so ein bisschen der Narbenbildung vorzubeugen und die Haut vielleicht auch einfach ein bisschen zu unterstützen. Dafür habe ich mir das eigentlich geholt und das hatte eigentlich auch ganz gute Rezensionen. Wie gesagt, ich habe da Angst vor. Ich mache derzeit auch sowieso so ein verrückte Drogerie-Neuheiten-Testvideo und das werde ich auch verwenden. Ich habe Angst. Das soll natürlich auch Poren minimieren, Falten reduzieren und so. Das ist ja krass, aber ja. Ich habe ja keine vergrößerten Poren und meine Falten sind meine Falten, sie sind da und sie dürfen bleiben. Aber ja. Egal. Dann habe ich mir noch eine Lidschattenpalette geholt, die Nudes of New York von Maybelline. Als ich die in der Hand hatte, Leute, musste doch etwas schmunzeln, denn sie erinnert mich an eine andere Palette, die ich schon hier habe. Vielleicht mache ich dazu ein Vergleichsvideo, deswegen hole ich die jetzt mal nicht hervor. Aber ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, an welche Palette sie euch erinnert. Und ich meine nicht die neue Natasha Denona Palette. Auf jeden Fall... sind es halt sehr neutrale Töne. Ich fand die ziemlich interessant. Ich möchte sowieso ein Full-Face Maybelline machen und da passte das jetzt einfach mal rein. Ich fand sie interessant. Und sie war durch die Punkte, ich glaube, ich hatte 44-fach Punkte auf Augenprodukte. Voll krass und deswegen habe ich die halt stark reduziert in Anführungsstrichen bekommen, weil die Punkte bekommst du als Gutschrift und bla. Auf jeden Fall ist das so bei Payback, ne? Genau. Verwirrend. Und dann habe ich mir noch ganz viele Slip-Einlagen geholt und das war jetzt tatsächlich mein Beauty-Haul. Es ist deutlich länger geworden, als ich dachte. Ich dachte, ich bin in unter einer halben Stunde durch. Nein, ich habe ein bisschen viel geredet, tut mir leid. Ihr Lieben, ich bin durch. Ja, bin ich wirklich. Ich habe auch ein bisschen... Oh. Nein, ist gut. Es ist einfach jetzt 22.13 Uhr und es wird Zeit, dass ich so langsam mal dusche und ins Bett gehe. Und ja, ich freue mich drauf, die ganzen Produkte jetzt demnächst mal mit euch nach und nach zu testen, sukzessive. Ne? Ich kann halt nicht alles auf einmal ins Gesicht machen, das wäre ein bisschen creepy. Wobei, auch das wäre mal eine Videoidee. Nein, das ist Produktverschwendung. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich extrem drüber freuen. Vielleicht möchtet ihr mich auch abonnieren, das Glöckchen aktivieren. Da würdet ihr mir einfach extrem bei helfen. Ansonsten, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Haul-Videos, die ich so gedreht habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich
mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Only so to say. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.